Auf dem Sportplatz des FSV Dirlewang hat der Verein auch heuer wieder ein Turnier, nämlich die Dorfolympiade 2014, ausgerichtet. 15 Vereine und Gruppierungen haben sich zum Wettstreit in 5 verschiedenen Disziplinen oder besser gesagt Gaudi-Wettbewerben, die nichts mit dem runden Leder zu tun haben, gemeldet. Jeder, der Lust hatte, ob Sportskanone oder Sofasitzer, jeder konnte sich beim Bobbycar-Rennen, beim Bierkastenrennen, beim Flossenlauf und Grasskilauf sowie beim Gummistiefelwerfen mit Groß und Klein messen. Für jeden war etwas dabei. Die Teilnehmer waren schon ganz schön nervös und konnten den Start kaum erwarten. Aber endlich ging's los. Beim Bierkastenwettlauf hatten die Teilnehmer ganz schön zu arbeiten. Kommt mal Linie berühren, da kannst du rumdrehen. Super. Ja, man reißt sich halt schnell an die Kisten die Hände auf, dann, weil die ziemlich scharf sind. Also einmal hin und einmal zurück. Ja, ist anstrengend, geht ganz schön in Beine. Die Schwimmflossenläufer mussten Hindernisse bewältigen und geschickt einen Becher mit Wasser ins Ziel bringen. Ja, total. Da kippst du noch einen Abzug gegen. 1-7. Und die Gummistiefelwerfer und Werferinnen hatten viel Mühe mit dem richtigen Treif. Ja! Am besten hat uns gefallen das mit den Skiern, weil da war einfach Teamgeist gefragt und das war einfach voll lustig, zusammen das stimmt zu schaffen, also gleichzeitig zu laufen. Ja, so. Das war am besten. Doch. Aber ich fand das mit dem Bobbycar fahren am schwierigsten, ne? Weil das war voll anstrengend, es ging voll in Knie. Ja. Jetzt, wir haben noch Bierkistenlauf vor uns und dieses Flossenlauf. Ja, da haben wir mit 2 Väter werfen lassen, ne? Weil wir sind ja in der Feuerwehr und wir machen jedes Jahr so eine Sommerrallye und da haben wir das schon mal gemacht und deswegen konnten die das schon. Das schaut viel leichter aus, wenn man denkt, Gummistiefel sind so einfach, aber das war eigentlich viel schwerer, die Gummistiefel. Auch das Buggyfahren stellt sich als gar nicht so einfach heraus, denn die Beine waren halt ein wenig zu lang. Die Grasskifahrer mussten sich nur den richtigen Takt einfallen lassen und schon ging's los. Also von den 17 Mannschaften hat den ersten Platz der Fischereiverein Senioren belegt und den zweiten Platz hat die Freizeitclub die Teenies gewonnen. Und ich gratuliere allen zwei
zu dem tollen Ergebnis und insgesamt wollte ich dazu sagen, war es ein großer Spaß und Freude. Das Wetter hat gehalten, viele Menschen waren da und es war einfach nett und interessant und es konnte jeder mitmachen. Das ist ganz wichtig, so eine Dorf-Olympiade für alle, auch die, wo nicht so ganz sportlich ambitioniert sind, haben mitgemacht und haben viel Spaß gehabt. Morgen beginnen die ganz Kleinen und das ist ja ganz wichtig für den Verein, für die FSV, dass die Jugendarbeit klappt und toll ist und das macht ganz viel Spaß, denke ich. Und was dann ab 16 Uhr die Senioren oder die sogenannten Altstars also auf dem Platz zeigen werden, da sind wir sehr überrascht, weil da spielen ganz viele mit, wo nicht unbedingt auch fußballerisch so vorbelastet sind. Ich spiele auch mit, ich bin mir ein bisschen bemühen, im Mittelfeld was zum Beitragen, weil der gute Zweck, wo damit gemacht wird, kommt ja dem Pater Eli zugute und jedes Tor, wo fällt, gibt eine Spende vom FSV.